herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zurück bei Loadout. Ja, es ist spät, ich bin übernächtigt, spielt aber überhaupt keine Rolle. Wir spielen heute jetzt mal noch Heilt für Feels. Wir heilen oder Überheilung von Teamkollegen für 500 der blub whatever. Das bedeutet, wir müssen unserer Helga heute mal statt der Feuergranate die heilende Granate geben. Ich frage mich ja, macht die auch Schaden bei unseren Feinden dann? Das habe ich, glaube ich, die Frage habe ich, glaube ich, schon mal gestellt. Ich habe es nicht feststellen können, weil wir damals einfach so schlecht waren, dass wir nur draufgegangen sind und eigentlich kaum zum Werfen der Heilgranate kamen. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Wir spielen mit Ihabo, Moetz und Niso. Schützen Sie den Drill, also diese komischen Border und das ganze Trailer Park bei Nacht. Okay, lassen wir es krachen, würde ich sagen. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Und ich muss auch mal lobend erwähnen, es ging verdammt schnell hier jetzt, die Mission zu starten. 4, 3, 2, 1, and exactly the... da hinten ist er. Müssen wir verteidigen. Wer hat begonnen? Achso, die Alien Insurgency, ja. Aha, da unten explodiert es schon ordentlich. Ich schmeiße mal eine Granate. Und dann schmeiße ich nochmal eine Granate. Ja, man kann das Team ja auch überheilen, genau. Da war ja was. Schmeißen wir halt mal wieder eine. Und schmeißen wir halt mal wieder eine. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Haben wir gleich, haben wir gleich, haben wir gleich. So, wo sind sie denn alle? Ah, da unten. Ja, der Zenker schon wieder. Ich muss dann auch mal schnell Granatennachschub noch organisieren. Ist ja wie Silvester hier und Feuerwerk ohne Ende, Mensch. Und Silvester ist ja auch leider gar nicht mehr so weit weg. Oder was heißt leider, Gott sei Dank. Denn je näher Silvester kommt, desto schneller kommt auch das neue Jahr und desto schneller kommt wieder der Sommer. Denn Winter ist einfach, geht gar nicht. Es ist so No-Go einfach, so No-Winter-Go. Ski. Man rutscht ja mehr, man friert, es ist dunkel, grau, matschig meistens, weil das Schneegeschmarri, was wir haben, nee, ganz ehrlich, da kann man ordentlich drauf verzichten halt auch einfach mal. Na komm, dich heilen wir auch noch. Gleich mal wieder Nachschub, den gibt es hier oben, glaube ich, habe ich gesehen. Ja, sehr schön. Und jetzt kommen sie von hier. Dann versuchen wir hier doch gleich mal ein bisschen zu überheilen oder so. Einen brauchen wir noch. Aber erstmal töten wir. Sehr, oh, sehr schön, sehr schön. Jetzt kommen sie von hier. Soldaten. Ja, wunderbar. Komm schon. Sehr schön, sehr schön. Nein, jetzt hat sich der das geschnappt. Dann muss ich mal gucken. Da hinten. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Und ich mitten reingerannt natürlich. War das extrem clever. Muss man einfach mal lobend erwähnen. Manchmal, ne? Aber nur manchmal. Da haben Helgas ein kleines bisschen Haue verdient. Das ist cool, wenn die alle so auf einem Fleckchen stehen, weil dann kann man da einfach reinsprayen. Und trifft eigentlich immer. Hol ich mir nochmal Granaten. Ich bin mir jetzt gerade nämlich noch nicht sicher, ob ich die Mission schon so erfüllt habe. So, wo ist mein Team eigentlich? Komm, ich soll euch doch heilen.
Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass ich dies schon geschafft habe. Wow. Gehst du weg da? Bams. So. Auch hier unten einfach mal schön rein. Kann ich mich damit selber? Ja, kann ich. Auch das habe ich, glaube ich, schon mal ausprobiert. Ja. Ah. Ich habe jetzt von der ganzen Meute hier keinen einzigen Kill abbekommen. Schon ein bisschen dreist eigentlich. Hier, ich verballere hier meine gute Munition und kriege keinen Kill. Das ist eigentlich, finde ich, schon ein bisschen frech. Aber der Typ hier mit seiner, mit seinem Feuerwerk, der geht auch echt übelst ab. Dieser Nisu. Wow. Verpiss dich. Okay, dann will er mich doch gleich mal auf den Prüfstand stellen, unser lieber Zenker. Und wie immer gewinnt er natürlich. Weil das ja eh klar ist. So, wo sind wir? Daheim, da hinten sind wir. Ja, yeah, ich habe mal wieder einen Kill abbekommen. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Schon mal ein paar Granaten. Dann können wir hier gleich wieder aufnehmen. Nachladen. Und sehr schön. Mal ordentlich hier ordentlich rein. Komm. Kann ich mich aufregen hier? Mann. Macht echt 90% Schaden und die letzten 10% machen die anderen. Klar, ja, man kriegt ja dann hier so Hilfspunkte und so, aber ganz ehrlich, wenn ich Hilfspunkte will, dann gehe ich auf den Hilfsarbeitermarkt. Da kriege ich dann nicht nur Hilfspunkte, kriege ich ein Hilfsgehalt. And we are victorious again. Yeeha! Wow, dritter Platz nur. Die. Mit der Rapist, Pyro-Raketenwerfer. Der ist aber halt auch geil gewesen, muss man sagen. Und wir haben eine Mission erfüllt. Ist das nicht sehr, sehr geil? Also ich finde das ja sehr geil. Sehr, sehr geil. So, was haben wir? Haben wir ein Paketchen bekommen mal wieder? Irgendwo war noch. Ja, sogar zwei Truhen. Sehr schön. Mach mal auf. Mach mal auf, Mann. Ich kann es nicht erwarten. Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber mach mal auf jetzt. Komm schon. Visiereinrichtung zweimal. Oh, Tesla-Granate Level 8. Wie geil, wie geil, wie geil. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir. Aufmacher. Boom. Vollautomatik, Vierer-Cluster, Weitstreuung und Verbleit. Oh. Was war das für ein Cluster? Ich hab's. Vierer-Cluster? Habe ich das irgendwie richtig mitgekriegt? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das war auf jeden Fall für die Gepulste. Für die Gepulste. Für die Gepulste. Wo ist das denn für die Gepulste? Da. Weitstreuung. Extra breites Barrel, das Schüsse zerstreut. Es verursacht Schaden auf kurzer, aber weit gefächerter Strecke. Bin ich mir nicht so sicher, ob wir das sinnvoll nutzen könnten. Fängt Feinde mit Feuer ein und verbrennt sie. Okay, das haben wir zweimal irgendwie. Wo ist der Unterschied? Ebene 9. Gemeinsam Pulsladung. Ungewöhnlich Pulsladung. Aha. Joa. Wie auch immer. Hier haben wir irgendwas Schönes, Schönes, Schönes. Das ist Level 6 und der ist Level 5. Aha, okay. Pass mal auf. Wir gehen jetzt mal in den Fusionsmodus. Na, pimpen wir mal ein bisschen. Wir pimpen jetzt. Was ist das? Visiereinrichtung Level 9.
Die können wir mal, die lassen wir mal hier. Was war das? Das war kompaktes Lager. Das ist die Präzision beim Schießen. Aha. Okay, ja, da, das packen wir auf jeden Fall hier mal noch mit weg. Das brauchen wir auch gerade nicht. Mal ausmisten hier ein bisschen. Das ist Visiereinrichtung Level 3. Das, also, ja, fusionieren wir mal zusammen. Genau. Was haben wir denn noch schön? Jetzt können wir den Schuh hier reinpacken. Den brauche ich nämlich überhaupt nicht. Der nervt nur. Das Scharfschützenteil machen wir auch mal weg. 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 Und ab geht die Post. Stabilität. Hervorragend. Vierer-Cluster. Den lasse ich mal. Den könnten wir Äftel dann mal noch einbauen bei der, bei unserer schönen anderen Knifte. So, was haben wir denn noch Tolles? Was ist das hier? Abholung gefakte Ausrüstung. Ja, müssen wir nachher mal schauen, was wir damit anstellen können. Hier, den packen wir weg. Level 9, Level 7 haben wir ausgerüstet. Level 9 können wir noch nicht, weil wir noch nicht Level 9 sind, aber den heben wir uns auf jeden Fall auf. Verbleit haben wir nicht ausgerüstet, deswegen machen wir den auch weg. Hervorragend. So, dann packen wir den mal wieder rüber. Und jetzt wollte ich ja abbrechen Fusion und zwar mal gucken, haben wir den hier irgendwie. Equipment und Dinge, bei denen sie Fuhren berufen. Ja. Da ist irgendwas mit der Formatierung schiefgegangen, weil das ist, sind im HTML Sonderzeichen. Und das ist, glaube ich, scharfes S oder so. Ich habe keine Ahnung. Egal, wir gehen in die Waffenschmiede. Und packen uns mal unseren Kill-Inspektor hier raus und gucken mal, was wir denn hier so alles können. Genau, das ist Gatling der nächsthöheren Stufe. Die ist noch gesperrt, genau. Die ist noch gesperrt. Da haben wir noch nichts. Da haben wir auch nichts. Magazin Hochleistung, Standard-Kühlsystem. Cool. Was macht das? Das macht Stärke plus 59%. Ja, es ist doch geil. Ist das nicht geil? Okay. Testen wir mal. Jetzt müssten wir ja eigentlich rein theoretisch einen deutlichen Unterschied feststellen können im Schaden machen. Es geht auf jeden Fall Killer ab. Oh, wir haben kleiner das Magazin wieder. Warum genau? Wo war Magazin Standard? Hochleistung 7. Hochleistung 7. Hochleistung 7. Habe ich das zweimal? Standard-Kühlsystem. Stabilität nach Ladezeit. Stärke. 50-schüssiges Magazin, das 9mm Kugeln verwendet. Ja, ich meine, rein theoretisch reichen ja 50 Schuss auch erstmal, oder? Also es geht schon, ich bilde mir ein, es geht deutlich mehr. Als gerade vorher noch. Oder? Ach, die blöde Heilung. Die müssen wir noch rausschmeißen aus Helga. Aber ich würde hier mal sagen, das machen wir mal so. Und dann brauchen wir bei den Loadouts die Helga. Weil wir haben ja jetzt auch irgendwie die Tesla-Granate 8. Was auch immer Abholung gefakter Ausrüstung ist. Crappy Grenade. Wir nehmen Tesla-Granate Stufe 8. Da bin ich gerade am überlegen, ob wir die vielleicht nicht sogar noch ein bisschen pimpen könnten. Schauen wir mal. Fusionsmodus, Granate 8. Ob wir da nicht die hier einfach mal reinpacken können. Den hier brauchen wir ja auch nur einmal. Den lasse ich mal. Den lasse ich auch noch, solange wir nicht verwenden können. Den packe ich mal noch mit rein. Level 7... und ich achte das hier mal als überflüssig. Genau, weil dann pimpen wir mal diese Granate hier noch ein bisschen. Und machen uns mal bereit fürs nächste Gefecht. Halt, kämpfen hier. Mission wählen. Ja, nehmen wir die Offensive, oder? Probieren wir es einfach. Mehr als schief gehen kann es nicht. Ha! Mal gucken, wie lange heute nach Übereinstimmungen suchen muss noch.
Weil gerade bei unserem ersten Spiel ging es ja relativ zügig. Da macht's, hat's ja so gemacht. Und es war vorhanden. Aber dieses Mal, ja, vermutlich, ich tippe ja mal drauf, wir haben zu lang in unseren Menüs rumgefuhrwerkt und zu starke Anpassungen gemacht. Das hat zu lang gedauert, deswegen sind alle, die mit uns gespielt haben, jetzt schon weiter. Und wir müssen jetzt warten, bis irgendwie andere aus anderen Spielen rauskommen. Aber das kriegen wir schon. Können wir nochmal kurz gucken, ob wir alles haben. Jetzt geht das wieder los. Dass er denkt, es ist ein Spiel da, aber es ist keins da. Okay, die Granate haben wir drin. Okay, Inspektor, den haben wir auch gepimpt. Okay. Es wäre schön, wenn er jetzt ein Spiel finden würde. Dass wir nicht ganz so viel Zeit verblödeln hier. Zeit ist Geld und Geld ist wertvoll und wertvoll ist, was ist eigentlich wertvoll? Was ist für euch denn wertvoll? Ist Helga wertvoll? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Bin ich mir unschlüssig. Hey! Und wir spielen allein. Alien-Angriff auf Drill Cavern. Hart. Jo, alleine. Dann mit drei Bots. Angriff, die Verteidigung Crowd. Das wird interessant. Alleine, so mit Bots, weil die Bots sind ja bekanntlich immer nicht so der Knaller. Naja, werden wir schon meistern. Wo zur Hölle sind die so schnell gespawnt hier? Wo sind die denn? Sind die da unten? Scheint fast so. Oh. Als hätte ich's geahnt. Naja. Es wird eine Herausforderung. Müssen wir jetzt verteidigen und gleichzeitig angreifen? Oder wie verstehe ich das jetzt richtig? Was zur Hölle? Mann! Komm, komm, komm. Diri-diri-diri. Okay, der ist schon mal. So muss man das machen. Hervorragend. Kann man hier eigentlich runterfallen? Alter, was geht denn hier? Wo kommen denn die alle her? Und vor allem, wo sind sie? Da hinten. Ja, hier Granaten ohne Ende, sonst hast du keine Chance. Alter Schwede. Oh oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, nein, nein. Nein. Krieg ich die Granaten da überhaupt bis darüber? Ich glaube nicht. Du, ne? Wirst jetzt mal dran glauben, Böschler. Spritze. Ich habe so das Gefühl, ich werde auch gleich schon wieder dran glauben. Komm, 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 komm. Heilung. Gibt es hier irgendwo Heilung in der Nähe? Da drüben irgendwo. Ich bin verwirrt. Da.
Hier? Nein. Hä? Was soll... Aha, da ist ein Heil, unser Wunderheiler. Finde ich sehr gut, dass er mich gesucht hat. Das fehlt jetzt noch irgendwie, dass die Wunderheiler auch so ein bisschen Supplier spielen und Granaten und so nachliefern. Das fände ich noch echt knorke, wenn das so wäre. Weil es würde einem dann doch durchaus helfen. Hopp, hoch mit dir. Komm, erobern. Schneller erobern. Yeah, sehr gut. So. Ja, wie jetzt hier? Antäuschen und dann verschwinden oder was? Das hättest du wohl gern. Kannst du gleich noch eine Granate hier rein haben? Ja, so muss das laufen. Zwar so nett, aber so wie vorher. Waren wir mal kurzzeitig im Tötungsrausch. Komm schon. Ich finde ja, wir schlagen uns bis jetzt echt wacker. Habe ich was gesagt? Was? Was? Ich? Nö. Niemals. Hihihihi. Dann gehen wir halt mal hier hoch. Hier rüber. Sag mal, von wo? So muss das und dann hat... Es kann nicht sein, Mensch. Kann nicht sein. Angriff, die Verteidigung, Crow, greift die Aliens an und erober ihre Kontrollpunkte. Ja, das läuft, aber was das untere darstellen soll, weiß ich nicht so genau. Angriff, die Verteidigung, Crow. Ich meine, das tun wir ja die ganze Zeit eigentlich schon so hier. Aber irgendwie kommen wir nicht weit. Ja. So, wieder rein hier. Jetzt gehe ich aber das mal so rum. Ich will eine Granate für den Arsch. Super, jetzt sind keine mehr hier. Toll. Hat aber scheinbar trotzdem was gebracht, okay. Nein! Ah, komm. Wir gehen schon wieder verdächtig häufig drauf jetzt gerade bei der Mission hier. Woran das liegen mag, ist mir ein absolutes Rätsel. Oh oh. Hat jemand eine Granate zurückgeschmissen oder kann man hier Granaten überhaupt zurückschmeißen? Ich glaube nicht. Aber ist ja wurscht. Wir haben noch mehr von dem Granatenzeug. Da können wir schon mal hier. Hier runter. So, nachgeladen. Fast voll geheilt. Und dafür aber voll Granatenausstattung. Sehr schön. Ja. Genau. Hau rein. Spritzen. So, wir müssen nach da hinten. So, wir sind schon wieder mal ein bisschen in Überlänge. Wow.
Wir sind in Überlänge und die sind in Überzahl, und zwar deutlich. Spielt mir aber keine Rolle gerade. Aber das macht nichts. Die Mission, die ziehen wir noch eiskalt durch. Von hinten. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, Helga mag's von hinten, aber Max ist ja ihr Bruder. Und deswegen wohl eher nicht. Wo ist denn hier schon wieder Granaten? Da. Da haben wir Granaten. Da hätten wir auch welche. Nach oben kommen. Angriff. Achso. Hervorragend. Ja, dann müssen wir jetzt noch einen Kontrollpunkt erobern. Und dann haben wir's. Wo? Oh. Oh oh. Oh oh. Schade, schade, schade. Aber na gut. Komm schon. Jetzt hat. Tja, wo bin ich, ne? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo? Kommst nicht rauf. Verdammt. Zehn Sekunden warten hier, Mann. Mag aber nicht. Jetzt hat. Auf geht's. Was wollen wir doch hinkriegen hier jetzt? Da ist irgendwo eine Kiste, ich weiß nur gerade nicht wo. Ja, das war zu weit gesprungen. Irgendwo höre ich dieses Kistending. Dahin geht's gerade übelst ab. Ja, hau mit auf. Oh oh. Ist da schon wieder der Grenadier am Start, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Na! Haben wir hier einen Sidekick gegeben. Meine Herren. Ja, guckt er in die Wand rein, ne? Habt ihr vielleicht so Wallhacks und so, dass ihr durch Wände durchschauen könnt hier, ihr blöden Bots? Wow, wow, wow. Verdammt! Na, wir haben ja immerhin gewonnen und, oh, wir haben Angriff, die Verteidigung, Growth erfüllt. Ja, ja. Okay, ich bin zwar nicht Erste und auch, oh, ich bin Zweite. Ja, mit 21 zu 12. Hat man mit Sicherheit schon mal besser. Aber auch schon schlechter, und zwar deutlich schlechter. Bin ich zufrieden mit der Leistung von Helga heute? Wir haben immerhin hier auch eine Kiste, da schauen wir gleich mal noch rein, was drinnen ist. Wir sind ja eh schon in der Überlänge, Techbaum brauchen wir. Wo ist er denn, wo ist er denn? Da ist er. Nein, 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 halt, langsam. Open. Okay, ich bin gespannt. Standard-Kühlsystem, extra langsam und Angriff. Okay, es ist jetzt nicht so der Knaller für uns jetzt aktuell. Aber wir werden uns ja irgendwann auch mal noch andere Waffen bauen. Und von daher werden wir dann schon sehen, was wir noch brauchen können. Ich weiß, ich verbrate auch viel von diesem Zeug immer wieder einfach in die Fusion mit rein zum Hochleveln von den Waffen. Aber ich glaube, das können wir uns einfach leisten, weil wir kriegen ja ständig auch immer wieder neue Module, die wir dann je nach Einsatz verbraten und nicht verbraten. Ja, für heute auf jeden Fall.
haben wir uns verbraten und deswegen sage ich, ich mache jetzt eine Aufnahmepause und wünsche euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode von Loadout. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao!